In diesem Video zeige ich dir, wie du ein Schloss ganz einfach mit einer Büroklammer öffnen kannst. Ich habe hier so ein Lockpicking-Set, das ist ein Schloss, welches durchsichtig ist. Damit kann man das ziemlich leicht üben. Ich verlinke dir dieses Set einmal unten in der Videobeschreibung, falls du Interesse daran hast. Und hier kannst du jetzt sehen, mit dem Schlüssel können wir eben in dieses Schloss gehen und es ganz leicht öffnen, wie bei jedem anderen herkömmlichen Schloss auch. Das liegt daran, dass der Schlüssel diese kleinen Zylinder hier nach oben drückt und das Schloss damit freigibt und wir es dann umdrehen können. Du siehst, jetzt ist zum Beispiel der letzte noch nicht nach oben gedrückt und erst wenn der letzte auch nach oben gedrückt ist, geht es auf. Und das können wir natürlich auch ganz einfach mit einer Büroklammer machen, wenn du keinen Schlüssel mehr zur Verfügung hast. Dafür nimmst du eine der Büroklammern und klappst sie erst einmal komplett auf, sodass es quasi ein langer, dünner Strich ist. Und jetzt wird er in der Mitte einmal so umgeklappt, damit wir dann oben eine kleine Öse haben. Und diese Öse drückst du dann auch nochmal richtig schön mit deinen Fingern zusammen, damit sie etwas feiner ist. So sieht das Ganze dann am Ende aus. Und von der anderen Büroklammer, da machen wir jetzt einfach nur dieses eine kleine Stück einmal nach oben auf. Was wir jetzt machen, ist mit dieser Büroklammer reingehen und die einzelnen kleinen Stifte nach oben drücken, damit wir dann das Schloss öffnen können. Dafür müssen wir aber etwas Druck ausüben. Dafür nehmen wir jetzt das andere Stück und geben es unten, also nicht an der Seite, wo die kleinen Stifte zu sehen sind, sondern unten an der Seite, wo dann sozusagen die gerade Seite des Schlüssels reinkommt, unser eben zuvor gefaltetes Stück hinein, knicken es einmal nach rechts um und dann können wir damit so einen leichten Druck nach links ausüben. Der Druck sollte auf keinen Fall zu stark sein, denn sonst funktioniert das Ganze nicht. Das heißt, wir geben es dort rein und drücken es ganz leicht nach links und mit dem anderen Stift gehen wir jetzt rein und drücken die Stifte im Schloss einmal nach oben. Dazu ist ein bisschen Fingerspitzengefühl gefragt. Beim ersten Mal wird es sicherlich auch noch etwas dauern, aber wenn du etwas Übung hast, dann dauert es nicht lange und dann hörst du es klacken. Und wenn es einmal klackt, dann kannst du das Schloss eben komplett nach links drehen und es öffnen, so wie du es hier siehst. So kannst du also ganz einfach ein Schloss mit einer Büroklammer öffnen. Wenn dir das Video geholfen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen. Schreib mir auch gerne in die Kommentare, ob es bei dir auch funktioniert hat. Und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Video mehr verpasst.